Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 41 von Simutrans Kooperativ. Ja, hier sind wir wieder drinne. Das ist Essen hier unten. Da gibt's rot-weiß Essen und da gibt's schwarz-weiß Essen, ne? Zwei Fußballplätze. Und ja, müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt hinkommen. Kassel ist gefragt, das hatte der Michael Friedrich geschrieben. Da ist Hamm, da müssten wir hier irgendwie weiter runter. Irgendwann muss doch hier Wasser kommen. Das müsste dann irgendwie wenigstens die Weser sein oder Fulda oder Werra. Die müssen sich dann hier teilen. Da ist es doch. Und an der Fulda liegt Kassel. Da ist es schon. Wunderbar. Gut, der Michael hat geschrieben, dass wir dann zwei Gleise ziehen. Und zwar von 698, 875. Ist das richtig? 698, 5, ja, genau. Natürlich wahrscheinlich sechs Felder groß, gehe ich mal von aus. Und zweigleisig hat er auch geschrieben. Und dann wollen wir da den Bahnhof hinmachen. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das Gleis nochmal. Ne, Postkasten hat er erstmal geschrieben. Den darf ich nicht vergessen. Ah, da müssen wir ein neues aufmachen, das. Und hier ist der Postkasten bei, der soll da auch noch hin. Gut. Und das westliche Gleis ziehen wir weiter. Das ist hier das 55, das westliche ist da. Ziehen wir weiter bis wohin? 698, 862. 698, 800, na komm schon. Dahin. Das westliche. Oh. Ich will mal hoffen, dass das so richtig ist. Hier machen wir immer sowas hin. Gut, das war das westliche Gleis, das ist das östliche Gleis. Ach, wir haben ja noch die Pause drin, die wollen wir doch erstmal rausmachen, ne? Keine Musik und so. Und wie geht's dann weiter? 728, 861. 728, 861, weil das muss hier unten irgendwo sein, ne? Da. Zwischen den beiden Hügeln durch. Ja, jetzt will er da noch nicht mal mehr die Gleise setzen, oder was? So. Nicht schön, aber selten, ne? So. Bis 743, 861. Da müssen wir noch verbinden. So, passt. Nun rollen wir ein wenig nordöstlich bis an die Flussufer bei 753, 855 da. Hier schlagen wir eine Brücke, das Streckenende, und die Brücke können wir nun verbinden. Okay, dann da verbinden, haben wir. Und die 55er Brücke noch darüber. Passt. Gut. 753, 834 geht's nördlich weiter. 753, 800. Ist das hier richtig? Ja. Da müssen wir dann Bauarbeiten wahrscheinlich machen, oder? Dreiunddreißig, eine kleine Sprengung. Das wird hier sein. Genau so ist es. Und dann hinunter ins Tal und nördliche Richtung weiter. Hab ich. Treffen wir aufs Gleis. Den umfahren war der geschrieben. Machen wir. Gut, wunderbar. So. Zweigleisigen Ausbau.
Ab hier den Abhang, wenn man es kann. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Es wird ja wohl hier sein, denke ich mal. Zweigleisig ist es doch hier schon. Und da vorne, okay, da müssen wir noch weiter. Zweigleisig steht da, das haben wir auch gemacht. Hier sieht es ein bisschen komisch aus, aber da muss so einer hin. Und der noch da weg, ne? Jetzt passt's, glaub. Gut, okay. Den Abschnitt des Göttingen und das kleine gerade Stück wertig von Göttingen zweigleisig aus. Haben wir gemacht. Weiter geht es in nördliche Richtung, bis wir bei 753, 730 auf den nächsten Berg treffen. Das ist ausgewählt. Das ist 753. 738, war das so? Nee. 834. Bin ich jetzt wieder falsch unterwegs hier schon? Jetzt bin ich hier in der Richtung verrutscht, wa? Oder nicht? Hey Jemine, ist das heute schwierig. 753, 730, so, jetzt habe ich's aber. Also doch hier oben irgendwo. So, da ist 753, 730, passt. Geradezu, passt auch. So, diesen umfahren wir östlich, diesen kleinen Berg, okay. Weiter in nordöstliche Richtung, bis wir bei 769, 718 den nächsten Berg umfahren. 769. 718. Da. Oh, können wir da verbinden, oder? Komm da ran, fertig. Passt. Wie geht's weiter? 769, 706. Ist das hier bestimmt, oder? Genau. Haben wir. Bei 700 geht's wieder ab. 768, 695, da ist es. Geht's wieder einen Berg ab. Gut, haben wir auch. Weiter nördliche Richtung, bis wir bei 777 auf den kleinen der beiden Berge umfahren. 77, 678, da. Fast. Und dann noch streng nach Norden, bis wir dahin auf das andere Gleis kommen, genau. Passt, haben wir. Ab hier wird nördlich des Gleises die Strecke bis Hannover zweigleisig ausgebaut, okay. Also darüber, darüber. Warum macht er so viel Klingelingeling? Ach, das war gerade der Zug angekommen, deswegen wahrscheinlich. Passt. Dann müssen wir da noch einen Bahnsteig mehr machen, denke ich mal, ne? 4, 5 und 6. Haben wir. Davor müssen wir nur jetzt noch Gleise setzen. Und dahinter auch, ne? Und da kommen noch zwei Signale hin. Diese. Passt. Normales Signal vielleicht hier hin, ne?
Passt auch. Und das gleiche natürlich hier. Ah, das war einer zu viel geklickt. Dann machen wir da noch so einen hin. Und wenn er jetzt hier gleich weg ist, dann stellen wir hier auch noch einen hin. So. Sollte gehen. Das ist das zweigleisige Ausbauen bis Hannover. Zurück dann nach Kassel. Darunter erstmal müsste Göttingen gleich erscheinen. Oh, ist aber doch ein ganz schönes Stück hier lang. Da ist Göttingen. Da können wir auch noch was mit dem Signalgrad machen. Haben wir ja schon. So. Das ist schon passend. Und ich denke mal hier so, ne? Haben wir auch. So, da ist alles prima. Ab nach Kassel. Da geht's weiter. So, Gleis bestimmt. Wir bauen südlich weiter bis 704.888. 704.888. Ich denke mal hier lang, oder? Obwohl es mir so besser gefällt. Machen wir mal so. Und, ja, machen wir erstmal so. Gut, was passiert da dann? Hier wenden wir uns östlich, um den Fluss mit einer Brücke zu überqueren. Okay. Brücke. Rüber. Passt. 55er Gleis, wo müssen wir hin? Von hier aus bauen wir uns südöstlich einen Abhang bis bei 684.800. Abhang ist hier 684.893. Warum will der eigentlich immer so komisch darüber? Na super, aber sieht gut aus, sagen wir es mal so, ne? Aber so wollte ich es eigentlich nicht, aber jetzt ist es so. Weiter in mehreren Abschnitten direkt nach südlich, bis wir uns bei 687 zwischen zwei Bergen hindurchschlängeln. Ah, da sind die zwei Berge wohl. Na super. Okay. Ich denke, bei Michael sieht das ein bisschen ordentlicher aus. Aber die Strecken sind ja jetzt nicht so spielentscheidend. Wieder bauen wir mehrere Bildschirme nach Süden, bis wir bei 687.128 auf den Berg stoßen. Okay. Runter da. Da ist ein kleiner Berg. Haben wir. Und von da aus wahrscheinlich hier auf die Strecke irgendwie zu, ne? Wie geht das? Von hier aus bauen wir nach Südwesten, bis wir bei 698.1139. Da. Passt. Schön. Gut. Von hier aus bauen wir nach Südwesten, bis wir... Ja, habe ich schon. Die Strecke bis Würzburg bauen wir zweigleisig aus. Die neue Gleis kommt nördlich des Bestehenden. Okay. Macht Sinn, weil da sowieso, ne, nicht anders geht. Dann da lang. Das sieht auch gut aus. Und dann da noch gerade runter. Dann sind wir schon in Würzburg. So, sieht gut aus. Ja. So, jetzt müssen wir hier irgendwo noch Signale setzen, glaube ich. Die Strecke bis Würzburg bauen wir zweigleisig aus. Der neue Gleis kommt nördlich. Nach dem Knick links. Ach, nach dem Knick links daneben. Oh, oh. Also hier wäre es das wahrscheinlich, ja? Aber so sieht das doch gut aus, oder Michael? Sag mal was dazu.
So, Richtungssignale. 15er. So, das und da passt. Sieht gut aus, oder? So, aber hier unten muss noch ein Signal hin für den Bahnhof, oder? So. Ja, und da keins, wa? Oder wir ändern da was noch. Ja, eigentlich machen wir das ja anders hier, ne? So direkt hier und davor. Wie kommt's denn da? Wird wohl ein südliches Gleis geben mal. Nee. Da ist was falsch. So möchte ich das machen. Ist das das richtige Signal? Nein, das ist das falsche Signal. Das nochmal weg. Das dahin. So, und dann 55er Signal fährt sich hier raus und dahin. So, das Signal ist da, da wählt er dann da aus, genau. Und hier sitzen wir noch eins dahin. So, schön ist es, würde ich sagen. Gut, Linie bauen, sagt er. Zug, neue Linie. Und die fängt in Hannover an. Na, da muss ich jetzt mal gerade hier rausscrollen, ne? Und dann gehen wir nach Hannover. Das ist ein weiter Weg. Ist das die Werra? Ne, das hier ist die Werra, ne? Da ist ja die Fulda. Da kommen wir rüber. Das ist Göttingen, also noch weiter nördlich. Wo ist es? Da ist Hildesheim. Und dann geht's hier los. Da los. Dahin. Hildesheim, was habe ich geschrieben? Göttingen. Jetzt mal hier runter. Passt. Kassel, Würzburg und zurück. Kassel. Dann nach Würzburg. Etwas langwierig das Scrollen, ne, aber ist halt eine große Karte. Kriegen wir aber hin, oder? Da ist schon die Strecke. Würzburg. Und wieder nach Kassel. Und super. Kassel vergessen. Göttingen. Und dann Hildesheim und dann kommt schon wieder Hannover. Passt. Okay. So, dann nennen wir das um. Ich fange mal mit Göttingen an, weil das im Alphabet der erste ist, der dahin muss. Obwohl. Nee, der Michael hat schon recht. Das bringt nichts. Hannover. Ich würde zwar gerne das in der Mitte haben, aber das ist ja schlecht zu beschreiben dann, ne? Was hatten wir? Hannover. Hildesheim. Göttingen. Kassel. Was war noch? Würzburg. Gut. Ist das ein großes Ü? Ja, ist es wohl. Gut. Fertig. So.
Nürnberger Depot müssen wir hin. Das machen wir jetzt mal hier über die Karte. Dann kommen wir nämlich da schneller hin. Dann kommt der Zug da raus. 7b. Und das waren 9, oder? Ja. Und einer. 7 macht 9, passt. Auf die Linie, die da ist, ohne Links. Da und starten. Und verlässt das Depot. Da müssen wir hier den Fahrplan noch ändern. In Würzburg fängt das Ganze an. Hat der Michael auch geschrieben. Dankeschön. Gut, das passt. Das kann zu. Bei ihm war der Zug 2,5 Monate blockiert. Mal schauen, wie das bei uns aussieht. Verfolgen. Und kurz schneller machen, ne? Nee, der kommt schon. Ich glaube, wir... Naja, 2,5 Monate. Wir haben auf jeden Fall nicht blockiert stehen. Oder doch? Okay. Vielleicht doch 2,5 Monate blockiert. Ja, jetzt steht blockiert. Aber er fährt schneller. Denke ich mal. Es sind keine 2,5 Monate gewesen. Aber ich glaube, in Würzburg passieren wir dann einen anderen Zug, oder wie ist das? Passt auf jeden Fall. Gut, ich glaube, das können wir alles zumachen. Verfolgen den einen Zug gerade noch. Gucken hier nochmal rein. Wartende, aufsteigende. Oh Gott, Erlangen, über 1000 Leute in Erlangen. Wo wollen die bitte schön alle hin? 700 nach Würzburg, wow. Frankfurt über Frankfurt, okay. Alles klar. Chemnitz sieht es natürlich auch interessant aus. Erfurt, 800 Leute. Da müssen wir also auch was machen. Hannover, 1300. Und da sind schon 500, die nach Göttingen wollen. Gut. Bremen, auch bärig voll. Über Hannover. Hamm. Die wollen nach Hamm-Monument. Das ist ein innerstädtischer Verkehr. Wahnsinn. Und Dortmund hat über Hannover welche. Ja, Nürnberg geht dann, ne? In Anführungsstrichen. Okay. Ja. Soweit, so gut. Der fährt. Hat auch Passagiere gleich schon voll. Wunderbar. Was wollen wir mehr? Steckt fest, können wir hier wegmachen, denke ich. Na, ist überfüllt. Ja, dann haben wir das erstmal. Das funktioniert. Der fährt schon gleich plus ein. Was wollen wir mehr? Okay. Ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.